Stadt zurück, Uhr. Zwei Nacht schon. Ist hier die Schülerfreigabe, ich nenne es mal so. Liebe Nachbarn, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich begrüße ganz besonders unseren Landtagsabgeordneten heute hier, Herrn Ganske. Der hat tatsächlich die Zeit gefunden. Wir wussten es nicht sicher, aber er sagt, selbstverständlich kommt er gerne vorbei. Unseren ehemaligen Ortsvorsteher ist auch gekommen. Ja, und jetzt weitere Namen nenne ich auch nicht. Das würde das Ganze, ich würde nicht so eine lange Rede haben. Zum 100-jährigen Bestehen der Bodero-Siedlung. Und es ist wirklich wohl so, dass 1917 der erste Bauabschnitt, die ersten 80 Häuser zum Jahreswechsel fertiggestellt worden sind. Damals war ich noch nicht auf der Welt, ich wohne auch noch nicht so lange hier, aber man kann es ja nachlesen. Deshalb zum 100-jährigen Bestehen hat die Bodero-Siedlung, wir haben hier 65 Mitglieder in dieser Siedlung, gedacht, da müssen wir was machen. So, wie wir es können in unserem Maße, und die Anregung war, wir setzen hier ein Schild dauerhaft hin, sodass jeder, der hier in die Siedlung kommt, auch mal sehen kann, der uns nicht kennt, was eigentlich ungewöhnlich ist, aber der dennoch mal was nachlesen möchte, so ein Jubiläumsschild hin, mit ein bisschen Informationen drauf, das sehen wir ja gleich, ist quatsch spannend. Und die Idee war schnell geboren, allerdings die Umsetzung war gar nicht so einfach, würde ich sagen. Musste zum Beispiel nicht, dass man so ein Schild für Baugenehmigung braucht. Ja, muss man beantragen bei der Behörde, haben wir da natürlich gemacht, ist also alles legal. Wir haben eine Baugenehmigung. Ja. Und auch einen passenden Aufstellort zu finden, war nicht so einfach. Wir hatten eigentlich erst gesagt, ganz am Anfang, aber da haben sich Grundstücksverhältnisse geändert. Und dann haben wir gedacht, auf der Brachfläche von der alten Schule, das wäre aber optisch nicht so toll gewesen, weil das eigentlich ist es ja eine Katastrophe da, die Brachfläche. Und dann hat Gott sei Dank das Ehepaar Enola und Reinhard Rand so im Vorbeiwinken gesagt, hör mal, ist doch hier ideal. Da haben wir sofort zugeschlagen. Da bin ich auch total dankbar für, dass die ganz unproblematisch uns gesagt haben, stellt das Schild hier hin. Ja. Also ganz toll. Es ist soweit, das Schild ist aufgestellt und ich hoffe gleich, es gefällt euch auch. Natürlich konnte man das nicht alleine stemmen. Wir haben eine ganz, ganz kleine Kasse und wir sind dankbar, dass heimische Unternehmen uns unterstützt haben. Allen voran die Sparkasse Unterkam, was Herr Ganske auch maßgeblich beeinflusst hat. Hat er uns ein bisschen bei geholfen, bei den Kontakten. Die Firma Staubau-Merten aus Unna, die auch hier alle Schilder weiter dort aufstellt, hat uns unterstützt. Und für mich ganz besonders der Herr Oliver Schütte vom Schilderteam Unna. Den kennt wahrscheinlich kaum einer, der macht Verkehrsschilder und viele andere Sachen. Aber der hat uns bei dem Design total unterstützt. Das ist eine tägliche Arbeit und das hätten wir gar nicht so hingekriegt. Man wird es gleich sehen. Wir hätten da, ich weiß gar nicht, wie das, wie gesagt, die Idee ist schnell gemacht, aber die Durchführung, dann steht man da erstmal. Den Firmen danke ich besonders und ohne diese Firmen würde es das Schild nicht geben. Hätten wir nicht geschafft. Ist einfach so. Ja, sehr viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Ja, wir beide machen das. Und natürlich mein Kassierer auch, der mir zu Seite schreibt, wie zu lesen. Die reißen uns einfach ab. Genau, das habe ich vergessen. Bitte mal hier hingehen, weil die Lichtverhältnisse. Der Fotograf vom Hirnberger ist auch da. Die Wandervögel habe ich vergessen, die sind natürlich auch da. Ziemlich nah an die Hecke dran. Die langen Kerls dahinter, links oder rechts, Seite links und rechts. Ja. Vorne wäre es noch super, wenn näher ran. Genau, komm mal ein bisschen näher ran. No. So, jetzt gucken wir mal, ob wir. Jetzt wollen wir mal schauen. Gut. Okay. Noch runter? Gut. Können wir schon mitnehmen? Und geht's. Gut. Action. Ja. Geht's dann zum Schild unten auf dem Fußboden. Zum Schild. Achso, und los. Runter, was? Gut. Und? Pass auf. Ja. Ja. Also wie man sieht, wir haben auch ein paar alte Fotos da drauf gekriegt.
Und dann habe ich so gedacht, Mensch, da in der Mitte, das Foto, da ist ein kleiner Lausbub drauf. Das wäre doch lustig, wenn wir mal unsere Nachbarn raten lassen, wer das überhaupt ist. Das ist wirklich noch ein Bewohner hier aus unserer Siedlung. Wir haben Zettel verteilt, so eine kleine Zettel, den man bei Dolly dann hinterher abgeben kann. Machen wir so eine kleine Tombola. Gibt einen kleinen Preis. Wer errät, wer dieser kleine freche Junge da ist? Ich denke mal, er war frech oder ich frech. Genießt heute seinen Ruhestand, wohnt hier mitten drin bei uns. Ja, ein bisschen mehr Info bitte noch. Ein bisschen mehr noch. Das Foto ist auch noch mal zu sehen beim Detlef im Backshop. Man braucht ja nicht schon mal Rätsel. Wenn ich mal einen Kaffee trinken möchte da und in Ruhe mal Rätsel möchte. Nächste Woche Freitag lösen wir das Rätsel dann auf und dann, ich denke mal, es gibt mehr richtige Einsendungen, dann ziehen wir, dann machen wir eine Antwort für Ding. Ja, war ja gar nicht so schlimm. Aber es steht jetzt ja so, was meint ihr, wie sieht es aus? Ist doch gut. Lass mich vielleicht, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen mich vielleicht noch zwei Sätze sagen, dann eben aber wirklich dann, wenn Politiker sagen zwei Sätze, wären es fünf. Aber vielleicht werden es da nicht mehr. Zunächst mal, erste Anmerkung, dass so viele von Ihnen hier hingekommen sind, das ist ein Zeichen dafür, dass Sie sich mit Geschichte auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit das Wichtigste, was man in der Kommune haben kann, das Wichtigste, was man im Land haben kann, dass man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt und dann eben auch durch die Anwesenheit zeigt, dass man hier ist. Das bedeutet, Sie haben auch ein Heimatgefühl. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist es nicht falsch, auch mal ein Stück Heimat sein eigen zu nennen. Das ist die erste Sache. Es zeigt also, dass viele von Ihnen gekommen sind. Der zweite Punkt, glaube ich, ist viel wichtiger. Ohne solche Menschen, wie gerade den Kollegen Burkhard Schaub, der die ganze Zeit dann eben sich selber im Hintergrund gestellt hat, und Heinz Witter, ich sehe auch Otto Ruhl, mit dem ich so die erste Zusammenkunft hatte, auch gemeinsam mit Peter Kracht, ich sehe Michael Tietze gerade als den örtlichen Ratsvertreter dann hier auch, ohne diejenigen, die sich mal eben überlegt haben, dass man so eine Veranstaltung planen soll, ohne die wäre es nicht gegangen. Und ich sage Ihnen jetzt mal ganz einfach, für uns ist es dann auch mal was Leichtes, den einen oder anderen Kontakt, den wir haben, spielen zu lassen. Aber wenn wir nicht angesprochen wären von denjenigen, die das nach vorne gebracht hätten, und das waren die beiden seitens der Siedlergemeinschaft, dann hätte es das Projekt nicht gegeben. Und deshalb sage ich nochmal vielen Dank an euch, denn ihr hattet die Idee, dass wir hier stehen.
Habt ihr eigentlich von der Buderus-Kolonie irgendwie so einen Vorsitzenden? Ja. Ja? Der Grillmeister. Der Grillmeister, der müsste mal abgelöst werden. Der müsste mal zu uns in die Mitte kommen. Genau. Der Grillmeister? Wieso können das die Frauen nicht? Die können das doch genauso gut, Ger. Hast du noch an? Ja. Glückwunsch für 100 Jahre? So alt bist du aber noch nicht, ne? Ich sag mal, ich weiß nicht, ob du die Wandervögel kennst. Ja, klar. Ja? Die haben ja alle so lustige Hüte auf. Deswegen machen wir dich heute mal zum Oberwandervogel. Chris, auch den Stab. Komm in unsere Mitte. Ich sag jetzt einfach mal für dich und für deine lieben Gäste. Die alten Kameraden, auf geht's! Ja, wenn's kommt, ne? Das ist die Frage. Und? Noch nichts los.